Ich würde Ihnen übrigens nicht empfehlen, mit orientalisch anmutenden oder fremdländischen Klamotten derzeit durch Dresden zu spazieren. Ja, es kann sein, da treffen Sie auf einen sehr, sehr wütenden Mob von 10.000 Menschen. Sind es inzwischen, gestern waren es 10.000. Die demonstrieren gegen radikale Muslime. Pegida nennen die sich. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Die sind aber nicht nur gegen Islamisten. Die hassen auch Wirtschaftsflüchtlinge. Pegida hat das definiert, was Wirtschaftsflüchtlinge sind. Die haben gesagt, ja, Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Menschen, die kommen nach Deutschland, nur um hier ein besseres Leben zu suchen. Und ich finde auch, das geht nicht. Ganz ehrlich, wir haben ganz... Schauen Sie sich diese Beispiele an, das ist zum hier, Helene Fischer, ja, die ist ja in Sibirien geboren. Die kam 88 nach Rheinland-Pfalz geflüchtet mit ihrer ganzen Familie. Ja, und da hat Pegida recht, da hätten wir uns eine Menge erspart, hätten wir die nicht rein... Moment, stopp, Moment, Entschuldigung. Was? Ach so, Entschuldigung. Entschuldigen Sie, ich habe gerade gehört, der Führer möchte ich nicht nennen, der Leiter von Pegida, Lutz Bachmann, der Gründer, der ist ein großer Fan von Helene Fischer. Also die ist kein die sieht ja gar nicht aus wie ein Wirtschaftsflüchtling. Pegida meint ja diese anderen, weißt du, diese richtigen Ausländer, die Moslems, ja, die Schulabbrecher, diejenigen, die nur Bauarbeiter gelernt haben, bevor sie hergekommen sind, ne? Der da zum Beispiel, ja, also, der ist ja, ja, der ist erklärtermaßen nach Deutschland gekommen, um andere auszutricksen. Das ist... Ich höre gerade, den wollen wir hier haben, besonders in Bayern. Na gut, sehen Sie, Migration ist ein komplexes Thema. Aber Pegida hat ja komplexe Antworten auf komplexe Fragen. Pegida sagt zum Beispiel, wer dauerhaft hier leben will, soll dazu angehalten werden, im öffentlichen Raum und in der Familie Deutsch zu sprechen. Entschuldigen Sie. Sorry, das hat die CSU gesagt. Da kommt mal derzeit ein bisschen durcheinander. Aber im Grunde sagen die oft das Gleiche. Also zum Beispiel Wirtschaftsflüchtlinge sind der Untergang des Abendlandes. Und Pegida-Gründer Lutz Bachmann kennt sich da sehr aus mit dem Untergang des Abendlandes. Der hat nämlich ein Strafregister, ich musste mir das aufschreiben, ich konnte mir das nicht merken. Einbrüche, Diebstahl, Trunkenheit im Straßenverkehr, falsche Verdächtigungen, Anstiftung zur Falschaussage. Und jetzt wird's interessant. Vor einer fast vierjährigen Gefängnisstrafe ist er 98 nach Südafrika, ich möchte es gar nicht sagen, geflüchtet. Vermutlich, um sich da ein besseres Leben zu suchen, was ihn nach seiner eigenen Definition zu einem... Naja, Pegida ist ja ein sehr... Eine sehr widersprüchliche Bewegung, da läuft der NPDler neben einer Familie mit Kindern. Einig sind die sich nur in einem. Die sind wütend auf Hartz IV, auf Altersarmut. Und da möchte man ihnen zurufen, ja, hey, ihr könnt ja da wütend sein auf die Politik, die anstatt die gesetzliche Rente zu stärken, nur dafür gesorgt hat, dass die einzige Altersvorsorge, die wirklich sicher ist, die von Carsten Massmeier ist, ja? Und Politik, da könnt ihr auch sauer sein, die dafür gesorgt hat, ja, dass... dass Steuerbetrug möglich oder dass Steuerflucht möglich ist beim sozialen Kürzen. Da kann man alles sauer sein. Aber warum in Gottes Namen marschiert ihr unter einem großen Plakat, wo drauf steht, gegen die Islamisierung des Abendlandes? Ich meine, in Sachsen, da wohnen 2,2% Ausländer. Nur ein kleiner Teil davon Muslime. Das ist, als hätten wir in Deutschland Angst vor der FDP. Dieser Lutz Bachmann ist ja mal gefragt worden, sagen Sie mal, worin sehen Sie eigentlich die Islamisierung des Abendlandes? Und da hat er wörtlich geantwortet, der Weihnachtsmarkt in Berlin heißt nun Wintermarkt. Es wird nicht lange dauern, dann wird der Weihnachtsmann verschwinden. Herr Bachmann, Sie müssen jetzt ganz stark sein. Aber den Weihnachtsmann, den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Und liebe Pegidas, und weil es gerade so aktuell ist, liebe CSU, eure Feindbilder, die sind so real wie der Weihnachtsmann. Und nichts anderes als schlecht versteckter Rassismus. Und die eigentliche Frage ist doch die, wenn man das Abendland nur verteidigen kann, indem man menschenfeindliches Gedankengut vor sich herträgt, was gibt es dann eigentlich noch zu verteidigen?